Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem Video. Und heute in diesem Video geht es um die Minifiguren meiner eigenen ausgedachten Season 16. Kurz noch davor, ich habe hier keine Sachen geprintet oder selbst gemacht oder irgendwelche Sticker benutzt. Ich habe einfach bisherige Lego-Minifiguren auseinandergenommen und die halt gemixt. Ich sage auch nochmal die einzelnen Bestandteile der Minifiguren. Das ist jetzt Part 1. Im nächsten Part, also jetzt werden die Bösewichte vorgestellt. Nächsten Part, also beziehungsweise die Schurken. Und im nächsten Park die Helden. Und als erstes haben wir auch schon hier die Schlangen, den, ja, Low, also den ganz normalen Schlangenkrieger, so gesagt. Und ich gebe euch hier so einen kleinen 360-Grad-Spin. Sorry jetzt, dass das hier vom Fokus nicht ganz so gut war. Und ja, das war jetzt schon mal an sich die Figur. Die sind in orange, schwarz gehalten, aber mehr orange noch tatsächlich. Und jetzt zeige ich euch mal den Helm erstmal hier. Es gibt nämlich immer mehrere Helme für die Figuren. Und zwar einmal den Helm kann man da benutzen. Man kann allerdings auch diesen Helm von Garmadon, von damaligen Garmadon benutzen, in schwarz. Den finde ich, der sieht auch eigentlich ziemlich gut aus. Und man kann allerdings auch noch diesen einen Ritterhelm benutzen. Und ich finde, der sieht auch eigentlich ganz okay aus. Der ist halt etwas spitzer und finde ich aber, sieht auch ganz cool aus. Die haben halt immer unterschiedliche Helme. Das ist jetzt die erste Stufe der Bösewichte, ja, von diesen Schlangen, das sollen tatsächlich Schlangen sein. Und jetzt kommen wir zu den Waffen. Als erstes hat er erstmal so ein Samurai-Schwert mit so einer, ja, schwarzen Axtklinge nochmal vorne dran und hinten noch so einen orangenen Nöppel, was natürlich farblich dazu passt. Und ich finde es aber auch eigentlich eine ganz Basic-Waffe. Und noch ein rundes Schild. Hier ist erstmal dieses neue Teil von Wu, dieses Headpiece genommen worden und dann kann man das hinten halt auch in die Minifigurhand drücken. Und dann gibt es eine andere Ausstattung nochmal gleich, aber jetzt erstmal seht ihr, wie die aussieht. Ich finde, die sehen ganz gut aus, vor allem jetzt mit dem Helm. Jetzt kommt nochmal der andere Helm drauf, dann sieht das Ganze so aus. Ich finde, das sieht sogar noch ein bisschen besser aus, aber gut, der Geschmack von den Helmen ist ja immer unterschiedlich. Jetzt kommen die nächsten Waffen, da haben wir einmal so eine Doppelklinge halt einfach, also das ist so ein Mikrofon, das kann ich jetzt mal, wenn man das mal so sagen kann, mit vorne und hinten einer Klinge dran. Und ich finde eigentlich, das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Ist halt ein bisschen fancy, wenn man das so sagen kann. Und hier das Schild ist so ein viereckiges Nexonite-Schild halt. Und hinten auch nochmal den Griff für die Minifigur. Und wenn man das dann tatsächlich an die Minifigur packt, dann sieht das Ganze so aus. Und ich finde das eigentlich ziemlich cool. Jetzt kann man in der Variante ist immer der Helm dabei oder dieser spitze Helm, den ich jetzt nochmal zeige, wie das damit aussieht. Aber auf jeden Fall nicht dieser Drachenhelm vom Anfang, also der in der Mitte, dieser Garmadon-Helm, der ist, kann bei beiden Ausrichtungen in den Sets vorkommen, oder nicht vorkommen, sondern halt drin sein, aber ja, dann machen wir weiter mit dem nächsten Level der Schlangen, das, die sieht schon ein bisschen mehr schwarz, würde ich sagen, und ja, ich gebe euch einen kleinen 360-Grad-Spin, hier sind ein paar silberne Akzente, diesmal noch mit drin, und auf jeden Fall noch auf der Rückseite ein kleines Jetpack, genauso wie ein Bogen, der nochmal drin befestigt ist. Finde ich eine sehr coole Figur. Und hier nochmal diesen Helm von, ja, ich würde sagen, den, also den Helm, den kennt man eigentlich entweder von den dunklen Rittern oder so. Und das ist noch der andere Helm, der ist auch von den damaligen Rittern. Der sieht dann auf der Minifigur so aus. Der ist noch etwas, ja, etwas schwärzer, also nicht schwärzer, aber da ist noch mehr Fläche vom Kopf bedeckt. Und da haben wir noch diesen Ritterhelm, den finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Und das halt wirklich nur dieser Augenschlitz, dann sieht das Ganze so aus und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Generell finde ich die Figur cool und eher seine Waffe ist hier so ein Raketenwerfer. Erstmal in der Variante, also von Statue da dran und hinten nochmal dieses, ja, ich würde jetzt sagen, Minigun-Teil. Und dann noch eine Fackel mit diesem Flammenteil oben drauf, was etwas spitzer ist. Das Ganze sieht dann so aus, wenn man das der Minifigur in die Hand drückt und ich finde, das sieht eigentlich schon ziemlich cool aus. Jetzt habe ich hier noch den falschen Helm leider genommen. Das tut mir leid. Der hat ja eigentlich dieser andere Helm drauf gehört. Die zweite Waffe ist dann einmal hier so, oder der zweite Modell der Waffe ist einmal so eine andere Fackel noch mit diesen anderen, die etwas kürzer ist. Und dann hier noch so eine Art Schwert mit hinten noch so ein kleines Dolch dran. Und dann nimmt man dann entsprechend die anderen Helme. Das Ganze sieht dann so aus, jetzt mit dem Spitzenhelm. So nimmt das ja eigentlich, oder halt bei dem anderen wäre das dieser, ja, dunkelroter Helm. Es geht aber auch bei der Ausrüstung immer noch der Helm. Es gibt immer so einen Zwischenhelm für beide Ausrüstungen und einen typischen Helm für die Ausrüstung. Und die letzte Figur
Der Bösewicht ist dann tatsächlich hier diese Schlange und da muss ich mich kurz nochmal etwas erzählen. Und zwar gibt's das Schlangenteil, habe ich leider noch nicht, das von den Pyro-Vipern und so. Und generell passt es dann auch nicht zu diesem Nexonites Schulter. Ja, auf der Rückseite hat er nochmal diese Waffe da drauf. Das ist halt einfach so ein kleiner, der ist eine kleine Waffe, einfach wie so ein Shooter kann man nämlich das noch abschuben. Das zeige ich euch gleich nochmal. Und das kann man hier auf die Rückseite drauf packen. Und auf der Rückseite ist noch eine weitere Anzeige und die ist für diesen Speer da. Wenn man den dann mal rausnimmt, dann sieht das Ganze so aus. Den kann man halt so werfen und das an so einer Kette befestigt. Hinten dran. Deshalb, also der Kopf sieht ein bisschen komisch aus, weil den man halt nicht direkt draufsetzen kann. Mit dem Schulterpanzer passt das leider nicht, aber das würde halt ein neues Teil sein. Dann seine anderen Waffen sind hier nochmal so eine Art Shooter nochmal. Da an der Seite haben wir auch diese Marvel Dinger, die kann man ja auch ganz normal abfeuern. Die Folien bei der Waffe. Ich zeige euch das jetzt auch nochmal hier ganz kurz. Muss man einfach so auf den hinteren Teil drauf drücken. Dann fliegt das Ganze. Und fliegt eigentlich auch relativ weit. Also jetzt hier bis zum Ende tatsächlich meines YouTube-Studios. Und dann die letzte Waffe ist tatsächlich hier dieser Bogen. Ich finde, das sieht eigentlich optisch ziemlich cool aus mit diesem Griff noch an den Seiten, den ganzen Stats. Das sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber okay. Und noch oben den Dynamit drauf. Ja, das kann einfach nochmal die Schlange nehmen und den halt einzeln abwerfen. Man kann halt diese Klauen allerdings auch, indem man das waagerecht dreht, umklappen. Und dann sind das, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, mehr so Klauen, sowas zum Zupacken. Und das finde ich eigentlich, sieht ziemlich cool aus, wenn ich ehrlich bin. Und das Ganze sieht dann so aus, der kann tatsächlich hinten ja seine Waffen drauf machen. Und deshalb kann er die anderen auch nochmal drauf nehmen. Der hat ja auch keine verschiedenen Helme, sondern halt dieses Schlangenteil. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Figur und wurden hier ziemlich viele Nexonites-Teile benutzt. Ich fand insgesamt die Figuren ziemlich cool und eigentlich passend. Halt diese drei Bösewichte gibt es. Halt noch bei den ersten beiden Stufen immer die anderen Modelle. Und das war's. Ciao. Bin ein Knight.